Ostermann testen mit der U19 von Holstein Kiel beim Oldenburger SV. Worauf achten Sie als Trainer darauf, wenn Ihre junge Mannschaft auf eine doch relativ ausgewuchte Oberligamannschaft trifft? Ja, wieso die allgemeine Reaktion ist, gerade in den Zweikämpfen oder in der Zweikampfführung, wie präsentieren Sie sich da, wie geschickt oder wie ungeschickt? Und für uns ist es halt ein gutes Merkmal, festzustellen, wie weit sind die Jungs in dem Bereich. Also wir befinden uns jetzt im Übergang zum Herrenbereich, also 19, und da ist das schon ein wichtiges Element des Zweikampfes. Sie haben nächstes Wochenende Ihr erstes Punktspiel wieder gegen den VfL Wolfsburg. Wie weit sind Sie in der Vorbereitung? Sind Sie so weit, dass Sie sagen, die packen wir? Ja, man muss ein bisschen differenzierter schauen. U19-Vorbereitung ist nicht gleich Herrenvorbereitung. Also wir bolzen da nicht 4 oder 6 Wochen Kondition und dann alles auf das erste Spiel ausgerichtet, sondern wir sehen das mittel- und langfristig in der Trainingsplanung. Und ich finde so, was die Intensität unseres Spiels betrifft, auch was das körperliche unseres Spiels betrifft, schon zufrieden. Und ich glaube, wir sind da gut vorbereitet auf die Grundspiele. Ich habe gesehen in der Tabelle, Sie sind auf dem 3. Platz. Wie ist Ihr Saisonziel? Wie wichtig ist es für Sie, ganz weit oben zu landen in der Tabelle? Das ist natürlich immer ein schöner Blick, wenn man auf die Tabelle schaut und sich weiter oben befindet. Entscheidend ist für uns eben auch, wie sich die Jungs im Laufe dieser Monate entwickeln. Und wir haben es jetzt hingekriegt, so in unserem Verein, dass wir in diesem Jahrgang, in dieser Saison inzwischen 3 Nationalspieler haben. Der 4. ist auf Abruf dabei oder hat mit einer Einladung zu rechnen. Und ich finde, das ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass bei uns halt gut gearbeitet wird. Herr Ostermann, ich sage vielen Dank. Elva Albrecht, Testspiel gegen U19 Bundesligisten ist eine Herausforderung, oder? Ja, war ein richtig guter Test gegen eine starke U19-Truppe von Holstein Kiel. Sehr agil, sehr laufstark. Für uns genau der richtige Test, den wir brauchten. Und ich fand, wir haben uns heute sehr, sehr gut gemacht. Gegen den Ball waren wir sehr aktiv. Haben auch gemerkt, dass wir körperlich dann doch noch einen Schritt weiter sind als die U19-Truppe von Holstein. Aber auch mit dem Ball haben wir viele Lösungen gefunden nach vorne. Und wir können sehr, sehr zufrieden sein mit dem Test über die Tage. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die ich eigentlich so gar nicht stellen sollte. Warum sind Oberligaspiele der Senioren nicht genauso schnell und genauso technisch orientiert wie das heutige Testspiel einer U19-Bundesligamannschaft gegen die Oberligisten Oldenburger SV? Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, man merkt bei Holstein, es wollen alle, sind alle sehr aktiv. Auch im Blick von nächster Woche, wenn sie starten in Wolfsburg, ist das heute schon der letzte Abschlusstest, da müssen wir präsentieren. Und bei uns, so ein bisschen immer dann, dass der letzte Wille dann fehlt. Als gestandener Herrenspieler, wenn wir auch wirklich schon im reiferen Alter sind, da haben alle gemerkt, dass wir dann doch schon wirklich gegenhalten mussten. Haben wir auch gut gemacht, war auch, fand ich, sehr, sehr aktiv. Also es war ein sehr temporeiches Spiel vor den Tagen. Eine letzte Frage. Was fehlt noch bis zum ersten Punktspiel bei Preußen-Rheinfels in 2 Wochen? Ja, wir haben jetzt noch gut 14 Tage. Am Wochenende dann nochmal 2 Spiele, am kommenden Wochenende jetzt die Woche Training, danach nochmal die Woche Training. Jetzt geht es ein bisschen an die Feinheiten, geht es um taktische Abläufe, Spielaufbau. Sonstiges ist aber, ich sehe uns schon ganz gut davor, dass wir dann noch in 14 Tagen in Rheinfels bestehen und da dann hoffentlich die nötigen Punkte einsammeln. Einen guten Start dann auch irgendwie, ja, Rückserie zu haben. Alles klar. So, vielen Dank.